Am 15. März finden die deutschen Meisterschaften im Torball in Berlin statt. Der Berliner Blinden- und Sehbehindertensportverein richtet damit zum dritten Mal die Meisterschaftskämpfe aus. Austragungsort wird die Max-Schmeling-Halle sein. Ja, da kommen insgesamt 10 Herrenmannschaften und 5 Damenmannschaften, die sich in Deutschland über Qualifikationsturniere qualifiziert haben. Und dann insgesamt spielen wir auf 3 Spielfeldern, 2 Herren, 1 Damen. Bei den Herren jeweils jeder gegen jeden, dann Halbfinale, Finale und bei den Damen eine Vor-, eine Rückrunde und dann ein Finalspiel. Torball ist eine Mannschaftssportart für Menschen mit Sehbehinderung und Blinde. Das Spielgerät ist zur Orientierung mit Schellen gefüllt, die Spieler müssen sich also ganz auf ihr Gehör verlassen. Da mit einer lichtundurchlässigen Brille gespielt wird, können auch sehende Menschen den Sport betreiben. Für einen reibungslosen Turnierablauf bei den deutschen Meisterschaften sucht der BBSV noch Helferinnen und Helfer für die Zeitnahme und weitere Aufgaben. Interessierte können sich unter www.bbsv-online.org informieren und anmelden.